Herzlich willkommen zu Let's Dance, TeilnehmerInnen / Crew Buchempfehlungen von Helen. Heute ist Let's Dance Finale 2021. Das heißt, heute werden die letzten drei KandidatInnen gegeneinander antreten und 1000 Tänze tanzen und dabei fantastisch aussehen und Unglaubliches leisten. Und weil dies Unglaubliches leisten, glaube ich, dass sie von mir auch und wegen diesem ganzen Stress, glaube ich, verdienen diese Menschen persönliche Buchempfehlungen von mir. Und das werden sie auch kriegen. Für diese Gerechtigkeit werde ich in diesem Video sorgen. Und deswegen folgen jetzt meine Buchempfehlungen für all die Let's Dance-Leute, die es in das Video geschafft haben. Okay, die Moderation. Die Moderation wird einmal von Daniel Hartwig übernommen. Ein, finde ich, fantastischer Moderator. Daniel Hartwig ist das heimliche Herzstück der Show, meiner Meinung nach. Viele würden Mozzi sagen, aber ich glaube Daniel ist so der kleine Bruder in der Familie, der für den Frieden zuständig ist. Also wenn sich alle streiten, dann versucht er ein bisschen dagegen anzupaddeln und stellt sich auf die Seite von dem kleineren Team, ist so ein bisschen Middle Ground. Daniel bremst aus, wenn es eskaliert, und Daniel schafft es, jedes einzelne Mal das mit so einem Augenzwinkern zu machen und mit so einem kleinen Witz, der nicht immer witzig ist, aber sehr oft doch witzig ist. Weil Daniel will einfach nur, dass Frieden herrscht in der Familie und dass alle glücklich und zufrieden sind. Und das ist Daniels Rolle. Ich als seine Mutter kann das sagen. All das zusammen habe ich gepackt und dachte mir, Daniel empfehle ich die komplette Zeremonienreihe. Und zwar insbesondere Rumo. Da ist die Hauptperson ein Hund, ein Wolpertinger, und ich finde, das passt zu Daniel. Ich würde sagen, Daniels Spirit Animal ist definitiv ein Hund. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, alle Leute, die so ein bisschen Daniel-Energy haben oder selber Daniel sind oder viben mit ihm, sollten mal einen Blick in die Zeremonienreihe werfen oder insbesondere Rumo lesen. Zweitens, Victoria Swarovski. Der zweite Part im Moderationsshow ist traditionell bei Let's Dance eine Frau. Und wird traditionell alle 4 bis 5 Jahre ausgetauscht, weil Moderatorinnen, die über 30 sind, natürlich eine Zumutung für das Auge des Zuschauers und der Zuschauerin darstellen. Oder vielleicht auch, weil Frauen in diesem Moderationsshow nicht zu mächtig werden sollen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Es ist auf jeden Fall eine Frechheit. Meinem Eindruck nach hat Victoria es ein bisschen schwierig, sich an die Corona-Maßnahmen anzugewöhnen. Man merkt, dass sie so ein bisschen weniger enthusiastisch dabei ist, als vielleicht mit Publikum. Ich bin nicht sicher, ob das der Unterschied ist, aber man hat das Gefühl, Überleitungen sitzen nicht immer so ganz, sie ist nicht immer so hundertprozentig vorbereitet und tut sich auch sozial ein bisschen schwer, mit denen so richtig anzukumpeln. Aber ich weiß auch, dass viele im Publikum gegen Victoria Swarovski lästern, und daran möchte ich nicht in offene Wunden treten, deswegen in offene Wunden reintanzen. Victoria Swarovski kommt auch aus einer reichen Familie. Victoria Swarovski hat sicherlich eine gute Bildung genossen und ist so ein bisschen und ist trotzdem ein, würde ich sagen, geradliniger Mensch, aber trotzdem keine Intellektuelle. Sieht sich auf jeden Fall eher in der kreativen Richtung, würde ich sagen. Sie hat auch eine Musikkarriere vor letztens gehabt. Deswegen würde ich ihr persönlich Der Alchemist empfehlen. Ein Buch, als ich es gelesen habe, hätte ich es beschrieben als der Medikus in komprimiert. Also wir haben hier so ein bisschen eine Flucht aus dem normalen Alltag, ein Mann geht auf eine Reise und dann wird das so ein kleines bisschen deep, aber nicht zu sehr. Es ist nicht zu lang und ja, ich würde sagen, man kann so eine, so wie der Medikus, es gibt so dicke Bücher, die dann so eine lange Reise haben, die sehr schön sind, aber nur, wenn man gerade wirklich viel Zeit hat irgendwie für sowas und sich auf sowas einlassen möchte. Und Der Alchemist ist all das in relativ komprimierter Fassung. Er präsentiert sich gerne für das, was er ist, meiner Meinung nach. Also er wird auch oft zitiert und so, und man sieht ihn oft in irgendwelchen Bücherregalen. Ist dabei allerdings ein kleines bisschen überschätzt, würde ich sagen. Deswegen würde ich hier Victoria Swarovski läuten. Alle Leute, die sich denken, ja, was Victoria Swarovski liest,
Würde ich auch lesen. Sollten das mal mit dem Mechanisten probieren. Ja, das war das legendäre Moderationsduo RTLs. Kommen wir zu ProfitänzerInnen. Eine meiner absoluten LieblingsprofitänzerInnen ist auf jeden Fall Renata Lusin. Man sieht ja an, dass sie eine begnadete Tänzerin ist. Wenn sie tanzt, sieht man, dass sie gut tanzen kann. Sie hat aber auch die besten Lehrmethoden und man kann ihr den Ehrgeiz praktisch im Gesicht ansehen. Renata wirkt vom Gesicht her die ganze Zeit hochkonzentriert. Sie wirkt auf jeden Fall sehr ehrgeizig und liefert auch. Also man erwartet von Renata viel und sie liefert es jedes Mal. Renata macht fantastische Choreografien meiner Meinung nach und ist ja nicht wegzudenken von Let's Dance. Man merkt aber auch auf jeden Fall, dass Renata Humor hat in den Matzen. Und deswegen würde ich ihr empfehlen, Life of Pi zu lesen, Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell. In Schiffbruch mit Tiger geht es um den Sohn eines Zoodirektors, der durch ein Missgeschick auf einem kleinen Boot mit einem Tiger landet und dann versucht zu überleben. Und die Lage ist natürlich relativ tricky, weil er zum einen natürlich mit einem Fressfeind auf einem Boot ist, zum anderen sind sie aber beide in derselben Lage. Sie wollen beide überleben und der Tiger würde natürlich auch sterben. Das heißt, die beiden sind in so einer Überlebenssituation. Die Geschichte ist gleichzeitig mit Humor geschrieben, aber gleichzeitig entspinnen sich aus der Lage automatisch viele interessante Situationen, über die man auch ein bisschen grübeln kann, wenn man möchte, Renata. Ja, das ist meine Buchempfehlung für Renata. Next, Evgeny. Evgeny konnte meiner Meinung nach in dieser Staffel besonders gut strahlen, weil er Ilse an die Seite bekommen hat, mit der er sich offensichtlich sehr gut verstanden hat. Das ist ja immer wichtig, dass die ProfitänzerInnen KandidatInnen an die Seite bekommen, mit denen sie sich gut verstehen, damit man ihre Persönlichkeit wirklich sehen kann in den kleinen Vorstellungsvideos am Anfang. Nur dann kommen sie wirklich zum Strahlen und leisten nicht nur so eine Pflichtarbeit ab. Diesen Punkt hatte, finde ich, Evgeny in dieser Staffel sehr stark. Er ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Ich hatte einen sehr guten Eindruck und ich bin sehr traurig, dass die beiden schon raus sind. Und ich finde, dass man wirklich den passenden Gegenpart zu ihm braucht, um seinen Humor und seine, weiß ich nicht, also alles, was in ihm so sympathisch ist, rauszukitzeln. Und das hat mich direkt in das Buch Ein Mann namens Ove denken lassen, dass ich Evgeny hier mit mir ans Herz legen möchte. Ein Mann namens Ove erzählt die Geschichte von einem alten Mann, der ziemlich grumpy ist. Er ist so ein bisschen der wütende Opa der Nachbarschaft, der sich immer bei jeder Kleinigkeit beschwert und alles beobachtet. Das Buch legt auf diese Figur, die man, glaube ich, jeder ein bisschen kennt aus seiner Geschichte oder vielleicht aus seinem echten Leben, die Linse, dass die Geschichte wirklich erzählen möchte, wie lebt dieser Mann tatsächlich? Wie tickt er? Was ist das Sympathische an ihm? Was ist seine Geschichte? Warum ist er so, wie er ist? Ove ist in dieser Geschichte nicht nur eine Plätzchen-Ausstechfigur, sondern ein echter Mensch, ein echter Charakter, den man kennenlernt. Es passieren viele rührende Dinge in der Geschichte. Und ich glaube, Evgeny würde die Geschichte bestimmt sehr gut gefallen. Und damit kommen wir zu der Jury. Die Let's Dance-Jury ist, glaube ich, wirklich die erfolgreichste oder beliebteste Jury überhaupt. Man hat gleichzeitig viele Konflikte innerhalb von der Jury, weil die Charaktere, gerade Mozzi und Lambi, so unterschiedlich sind und sich deswegen immer wieder zwischeneinander Konflikte geben, was natürlich interessant zu beobachten ist. Und gleichzeitig steckt da so viel Herz drin, gerade halt wegen Mozzi. Mozzi ist so ein bisschen, glaube ich, der wichtigste Teil der Jury, den man sich am schlechtesten wegdenken kann. Deswegen möchte ich auch direkt mit Mozzi anfangen. Mozzi ist definitiv Badass Woman, wie man so sagt. Sie hat eine richtig krasse Biografie, sie hat so richtig viel gebracht in ihrem Leben, gerade eben in der kreativen Ausdrucksbranche. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ganz gut relaten kann mit Amy Poehler, die autobiografisch Yes Please geschrieben hat. In Yes Please beschreibt Amy Poehler ihre Geschichte, wie sie zur Top-Comedian in den USA geworden ist und was in ihrem Leben Lustiges passiert ist, gleichzeitig was aber auch persönlich Schwieriges und was zum Nachdenken anregt, was sie so geformt hat als Person und ist dabei sehr empowernd und sagt immer so unter dem Motto Yes, please leben. Also ja, bitte, höflich, aber fordernd und annehmen. Und gerade eben als Frau auch fordernd zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Mozzi das Buch gerne lesen würde. Bitteschön, bitte Mozzi. Zweites in der Jury, Jorge González, kennt man schon von früher aus GNTM, der ist irgendwie immer mal wieder in so einem Jury-Umkreis zu finden, taucht da auf und hat einfach so viel Erfolg, weil er selbst ist. Weil er sich auffällig anzieht, weil er sich auffällig stylt, weil er krasse Haare hat und er musste sich diese Freiheit so zu sein und leben zu dürfen erkämpfen. Er ist aus Kuba geflohen, wo er seine Homosexualität nicht ausleben konnte und
hat dann Raketenwissenschaft studiert, oder? Ich guck noch mal nach, was er genau studiert hat. Und ist dann nach Deutschland gekommen und ist jetzt praktisch der Salsa-Profi. Er ist häufig die Projektionsfläche für relativ billige Witze und ich kann mir auch vorstellen, dass es häufig nicht so leicht ist, dass auch viele Witze über seine Homosexualität fallen. Und ich glaube, er profitiert auch davon, das selber so ein bisschen zu vermarkten und da eben cool zu bleiben. Also ich glaube, dass Jorge auch ein sehr unterschätzter Charakter ist, bei dem, glaube ich, viele Menschen nicht viel weiter drüber nachdenken als, oh krass, der hat aber hohe Schuhe an. Und ich habe bei all diesen Sachen an dieses Buch von Charlotte Roach gedacht, Mädchen für alles. Das ist auch erstmal eine sehr lustige, ein bisschen deprimierende Geschichte, bei der man erstmal oberflächlich eben denken kann, ah okay, typisch Charlotte Roach, ein bisschen sexuell frech und lustig, wie Horror. Aber dann merkt man irgendwie, ja, okay, ich verstehe nicht so genau, was das überhaupt für eine Geschichte ist. Was hat sie vor? Was passiert hier? Was ist überhaupt die eigentliche Intention der Protagonistin? Und dann versteht man immer mehr, kommt immer mehr dahinter. Und während man immer mehr dahinter kommt und die Geschichte Stück für Stück versteht, was natürlich nur klappt, wenn man weiterliest. Zugleich ist die Geschichte auch ziemlich anstrengend. Die Hauptperson ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen anstrengend, aber geht in eine andere Richtung, als man denkt. Und das fand ich spannend und passend für Jorge González. Und am Ende das Urgestein Let's Dances, Joachim Llambi. Der Muffel der Show, der, keine Ahnung, wie er es geschafft hat, immer noch Mitglied in dieser Show zu sein. Auf jeden Fall ist Joachim Llambi immer noch dabei, präsentiert sich auf jeden Fall als den Mann der Expertise, hat auf jeden Fall viel Wissen übers Tanzen, schafft es aber nicht immer, die höfliche Kurve zu kriegen im Gespräch mit den Prominenten. Und bei Joachim Llambi, da musste ich wirklich am allerwenigsten überlegen. In jeder Staffel eigentlich und in dieser wieder mal merkt man, dass Joachim Llambi nicht anders kann, als über männliche Körper nachzudenken, über Fett und zu vergleichen, wie groß der Bauch von welchem Menschen ist und wer einen wie großen Bauch hat und wie viel, keine Ahnung, wie viele Kilo er gerade abgenommen hat. Deswegen würde ich ihm wirklich empfehlen, Happy Fett zu lesen von Sophie Hagen. Das Buch hilft total, das ein bisschen entspannter zu betrachten, ein bisschen zu verstehen, was eigentlich Dickenfeindlichkeit bedeutet, dass man das auch viel internalisiert hat. Ich glaube, er könnte dann verstehen, dass er nicht jeden Menschen darauf ansprechen kann, wie sein Körper aussieht, wie viel Bauch da ist oder nicht. Auch nicht nur, weil jemand ein Mann ist, darf man nicht seinen Körper plötzlich beurteilen und ist dabei cool weg. Nicht zuletzt hilft es ihm, glaube ich, aber auch, wenn er sich selber anschaut, dass er nicht sich über jedes Kilo zu freuen braucht, sondern dass er da ruhig ein bisschen entspannt sein kann, weil ein dicker Körper ein gesunder Körper sein kann und man nicht Gott sei Dank sagen muss, wenn jemand ein bisschen abgenommen hat. Das waren alle meine Buchempfehlungen für die Profis, Jury und Moderation von Let's Dance. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie dieses Video sehen. Schickt Ihnen auf jeden Fall dieses Video weiter, damit Sie das unbedingt sehen. Das müssen Sie unbedingt sehen. Und ja, sagt mir gerne, was ihr für Bücher empfohlen hättet, was ihr von den Büchern halt, die ich empfohlen habe und ob ihr Lust habt, davon was zu lesen, weil ihr vielleicht mit einem von den Personen, über die ich geredet habe, mega vibet, weil ihr denkt, ah, okay, das ist mein Spirit Animal. Dieses Buch werde ich auf jeden Fall lesen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.